Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe aus wie die Sonne höchstpersönlich, oder? Ich freue mich ja so, so sehr. Es soll ja wirklich nur noch heute und morgen regnen und dann soll ja wirklich durchgehend, ist wirklich gar kein Regen mehr angesagt. Da freue ich mich extrem. Deswegen, ich bin persönlich bereit für die neue Kollektion von Oceans Apart. City of Angels heißt das Ganze. Was ganz neu ist, ist der Stoff. Das ist nämlich ein Frottee-Stoff. Das gab es bis jetzt noch nicht. Also es ist wirklich komplett was Neues vom Stoff her. Ihr seht es. Es fühlt sich so weich und angenehm irgendwie an. Gerade vor allen Dingen ist es halt nicht so dick gearbeitet, dass man darin schwitzen muss oder sowas. Überhaupt gar nicht. Also es ist wirklich jetzt für den Sommer gemacht. Ich habe jetzt hier die Shorts an. Die haben hier an der Seite so kleine Schlitze. Sieht super, super süß aus. Hier ist noch das Logo drauf. Ich habe sie jetzt allerdings sehr, sehr, sehr high-waist. Man kann die natürlich auch runterziehen, wenn man möchte. Dann dieser wunderschöne schönes Sweater. Der hat an den Ärmelchen auch so Gummi mit drin. Finde ich sehr, sehr cool. Da kann man das nämlich auch hochschieben, wenn man möchte. Und dann bleibt es nämlich auch oben, wenn man so ein bisschen, ihr kennt das bestimmt, gell? Wenn man so Oberteile ein bisschen hochschieben möchte und die dann immer runterrutschen, passiert hier eben nicht. Ich liebe die Farbe. Es gibt aber insgesamt 5 verschiedene Farben. Also schaut da echt unbedingt vorbei. Ich habe hier sogar in Kombination noch das passende Haargummi. Wie cool. Der ist richtig, richtig schön dick. Ich mag solche dicken Haargummis ja sowieso total. Und wie schön matcht es bitte, wenn man die gleiche Farbe an Haargummi auch an den Haaren hat, wie man auch das Outfit trägt. Mega genial. Und ich habe hier auch noch den passenden Bra an, zeige ich euch auch gerade. Der ist mit dicken Trägern gearbeitet und hier in einem dicken, schönen, festen Bund. Aber trotzdem irgendwie total locker. Hier ist einmal das Logo noch drauf von Oceans Apart. Genauso wie hier bei der Hose auch ein schöner, dicker Bund, dass nichts einschneidet. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Das sieht so, 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 so schön aus. Also ich bin in love, auch die ganzen anderen Farben sind so hübsch, es ist so bequem. Ich habe hier auch wieder einen Bund, das ist ja bei den meisten Oberteilen von Oceans Apart so, dass ihr die zusammenziehen könnt und dann könnt ihr da einen Knoten reinmachen, dann könnt ihr das Ganze sozusagen einwickeln und cropped tragen, wenn ihr möchtet, zum Beispiel so leicht oder eben komplett bauchfrei, wie ihr möchtet. Ihr Lieben, schaut euch sehr, sehr gerne die neue City of Angels Collection an, die ist übrigens aus den 70ern inspiriert, so, 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 so nice, also diese ganzen Colors momentan, ich bin absolut obsessed. Ich liebe sowas ja auch so komplett. Man kann das Ganze ja natürlich auch mischen mit den anderen Farben und sowas. Also ich bin verliebt. Es fühlt sich unglaublich weich an. Richtig, richtig comfy. Deswegen schaut sehr gerne vorbei. In der Infobox werde ich euch nochmal alles verlinken. Ihr bekommt mit meinem Code ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro ganze 25% auf komplett alles, egal was. Und obendrauf bekommt ihr noch ein gratis Produkt eurer Wahl. Also im Free Gift Chooser sind wieder so geniale Sachen mit dabei. Deswegen, ihr Lieben, schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch. Birthday von meinem Mann. Ich mache ihm gerade seine geliebten Rühreier mit Sucuk und Zwiebel und Tomaten und alles, was dazu gehört. Er hat jetzt gerade die Kinder in den Kindergarten gebracht. Ich habe währenddessen das Essen fertig gemacht. Jetzt frühstücken wir erstmal und dann chillen wir. Chillen, chillen, chillen und genießen einfach die Ruhe hier zu Hause. Das war gestern schon so genial. Jetzt haben wir ja so gut wie nie, deswegen ja, starten wir jetzt mal in den Tag. So, yummy. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe mir zur Feier des Tages sogar mal wieder eine heiße Schokolade gemacht. Zwar nur halbe Tasse, aber ja. Boah, Leute, ich sag's euch. Ich habe seit Tagen so schlimm mit meiner Allergie zu kämpfen. Katastrophe. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, so, ich glaube, 6 Mal oder sowas hintereinander niesen müssen. Richtig, richtig schlimm. Ich habe jetzt tatsächlich eine Allergietablette genommen. Ich muss sagen, das vermeide ich ja total, weil die ja schon so ein bisschen müde machen und so. Also, ich weiß, ich habe die gefühlt letztes Jahr vielleicht 2 Mal genommen, wenn überhaupt. Puh. Aber ich möchte heute noch gut durchhalten, deswegen, ja. Mein Mann ist jetzt los, einmal zur Post. Er hat 2 Sachen, die er wegschicken will und 2 Retouren von sich. Oh Gott. Und auf dem Rückweg geht er den Samo abholen, genau. So, jetzt ist heute schon was gekommen. Das ist für ihn und für seine Shisha-Geschichte. Ich weiß nur nicht, ob das ihm taugen wird. Mal gucken, ob er es feiert oder eher nicht. Das haben die ja echt blöd verpackt. So ein Blödsinn.
Hey, wie soll man das denn hier rauskriegen? Oh, lieber Gott. Jetzt habe ich's. Das ist so eine Gabel, womit man dann den Shisha-Kopf so mischt oder beziehungsweise die einzelnen Tabaks rausholt. Und das macht er alles mit der Hand, weil er sagt, das ist liebevoller, wenn man das so reinbröselt. Und dann hat er immer einen... Also ich habe ihn jetzt mal so eine richtige Nadel besorgt. Er macht das immer mit einem Zahnstocher, weil er auch da mal... Es gibt ja so bei den Shisha-Köpfen oben, wo man dann die Kohle drauflegt, da ist ja so Alufolie. Manche machen es auch mit Gitter, aber er mag es lieber... Er mag alles oldschool, muss ich dazu sagen. Dieses Gitter, er sagt, da würde die Kohle, da würde der Tabak zu schnell schwarz werden und verbrennen und dann, keine Ahnung. Und es gibt ja auch solche mehrere... da muss man ja, wenn man das mit Folie macht, muss man da ja Löcher reinmachen. Und es gibt auch wie so ein Stempel mit Nadeln, wo man reinpieksen kann. Das will er auch nicht haben. Und ja, das mit den, er regt sich immer wieder mal über das Ganze auf, dass das es gibt keine bessere Alternative, da, da, da. Jetzt habe ich versucht, eine Nadel zu finden, die wirklich spitz ist. Also sie ist wirklich spitz. Ich hoffe, dass die taugt. Keine Ahnung. Jetzt ist er nämlich gerade kurz weg, deswegen werde ich das jetzt mal schnell hier zusammenbasteln, weil ich habe das irgendwie jetzt nicht geschafft, die Tage. Weil er ja auch die ganze Zeit zu Hause ist und deswegen werde ich jetzt einmal schnell seine Geburtstagskarte schreiben. Die werde ich dann hier in die Tüte reinmachen, zusammen mit den Konzertkarten. Und dieses Ding werde ich auch hier reinmachen. Genau. Und dann werde ich auch gleich einen Kuchen noch backen. Und da kommen ja dann später die Kerzen drauf. Und dann habe ich ja noch diese Ballons mit der 36. Und ich habe noch einen Ballon, so einen durchsichtigen Ballon, wo bester Papa draufsteht, mit Konfetti dann drin. Genau. So. Ja, das mache ich mal schnell. So, fertig. Marmorkuchen. Mögen wir alle sehr gerne und ist tatsächlich der Lieblingskuchen von meinem Mann. So. So, ich habe mal schnell einer unserer Lieblingsessen gemacht und zwar gemischten Salat mit Pute drauf und ich habe hier auch noch einen Käse angebraten. Boah, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Lecker. So, fertig. Boah, ich freue mich jetzt richtig drauf. Bei mir ist der Käse noch drauf und ich esse noch diese Cracker mit dazu. Die schmecken so, so, so gut. Salatmix gibt es bei dem DM. Ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. So, jetzt könnt ihr singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dada. Happy Birthday to you. Nein, 36. Ich bin doch noch nicht so alt. Ja, ganz alt bist du. Ja, ja. Jawohl, weiter. Passt auf eure langen Haare auf. Samu, Finger weg. Da ist noch einer. Wer darf den auspusten? Ich. Nein, das ist Samu. Samu? Nochmal Samu. Yeah! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Donnerstag. Das ist so komisch. Die letzten zwei Tage war ja mein Mann zu Hause und wir haben echt viel gegammelt. Das hat so, so, so gut getan. Einfach mal so fast nichts zu tun. Und das hat sich wirklich wie Wochenende plus angefühlt. Es ist natürlich was anderes, ob man zu zweit allein zu Hause ist und einfach chillen kann. Oder ob wirklich am Wochenende natürlich man zu viert ist, dass die Kinder noch da sind und so, man spielt und beschäftigt sich und unternimmt irgendwie was. Das ist wirklich was anderes, wenn man so mit seinem Partner mal so komplett für sich alleine Zeit hat. Also es war echt schön gewesen die letzten zwei Tage. Und deswegen, es hat sich jetzt wirklich wie Wochenende, wie Urlaub schon fast angefühlt. Und jetzt ist ja schon Donnerstag und wir haben schon fast wieder Wochenende. Wobei am Wochenende echt bei uns einiges ansteht, also komplett das Gegenteil von chillen. Ja.
Ja, wir hatten gestern auch echt einen schönen Geburtstag gehabt. Als Lias dann vom Kindergarten gekommen ist, haben wir dann auch den Kuchen angeschnitten und gesungen und die Geschenke gegeben. Mein Mann hat sich riesig gefreut über die Karten und auch über diese Shisha-Gabel. Er hat gemeint, die ist richtig, richtig nice. Also mit so Kleinigkeiten kann man manche Menschen auch erfreuen, hat auch gesagt. Mit so Kleinigkeiten kann man ihn glücklicher machen, als wenn ich ihm jetzt keine Ahnung was geholt hätte. Ich zu ihm auch gesagt hatte, ich war so total planlos, was ich ihm holen kann, weil wir haben alles. Wenn irgendwas ist und man irgendwas braucht, dann holt man sich das halt auch so zwischendurch. Deswegen war es irgendwie, wusste ich nicht so wirklich. Und hat gesagt, perfekt, es waren die perfekten Geschenke. Elias hat auch fleißig gemalt im Kindergarten und was zusammengebastelt. Das war auch super süß. Hat mein Mann sich auch sehr drüber gefreut und ja. Genau. Heute steht an. Wir haben genau 8.03 Uhr. Ich gehe jetzt gerade tanken. Ich habe jetzt gerade mal über meine App geschaut, welche Tankstelle gerade die günstigste ist. Das ist ja so lächerlich. Gestern ist ja offiziell sind ja die Benzinpreise 30 Cent günstiger. Weil es ja auch diese 9 Euro, es gibt ja diesen 9 Euro Ticket jetzt von der Deutschen Bahn für 3 Monate, wo man durch ganz Deutschland fahren kann. Und da wollten sie natürlich den Autofahrern auch was Gutes tun und haben gesagt, 30 Cent wird sozusagen eingespart. Und das Lustige ist, was haben sie aber vor ein paar Tagen gemacht, damit sich es auch schön wieder ausgleicht. Ich weiß gar nicht, ob das eine Steuererhöhung war oder so, aber letzten Endes kommt es jetzt zum Gleichen raus. Ich glaube, man spart sich jetzt, also es hat sich fast gegeneinander aufgewogen, man spart sich jetzt irgendwie so, was weiß ich, 10 Cent oder so, wenn überhaupt, also wenn überhaupt. Kommt natürlich auch drauf an, welche Uhrzeit und so weiter man am Tanken ist. Also ich habe jetzt gerade geschaut, da war es, ich glaube 1,96, 97, 98, irgendwie sowas. Also es ist wirklich keine großartige Ersparnis, deswegen ist es schon wieder so voll die Verarsche für die Bürger. Aber naja, egal. Ist halt einfach aktuell so, gell. Es ist so krass, wir haben auch eine, ich weiß gar nicht, ob das so, es waren so längere Nachrichten gewesen, das war vorgestern gewesen. Da haben sie auch so gezeigt, also wie manche Familien jetzt wirklich so damit zu kämpfen haben und jeden Euro umdrehen und so weiter. Also es ist nicht für jeden einfach mal so gewuppt. Also ich habe auch von euch viel. Oh, es ist gerade noch mal runtergegangen. 1,89. Weil ich muss voll tanken. Ich bin echt auf Reserve. Deswegen, mir hatten auch einige von euch geschrieben, dass sie es richtig gemerkt haben, dass der normale Wocheneinkauf eben ja nicht mehr. Ja, dass der einfach ja mal locker 10, 20 Euro mehr kostet. Ja, also ich merke das auch. Ich habe früher in der Woche ungefähr, was schätze ich denn jetzt mal? Ach, da ist ja nur Diesel. Shit, dann muss ich hier hin. Also es ist immer, es ist so schwierig zu sagen, weil ich generell jetzt ein bisschen weniger ausgebe, weil ich ja kein Wasser mehr einkaufe. Wobei das jetzt auch nicht die großen Mengen ausgemacht hat. Aber ich merke das trotzdem auf jeden Fall. Natürlich in Bezug auf Fleisch und was weiß ich was, ist ja alles so ein bisschen teurer geworden. Und also ich habe normalerweise, wenn ich jetzt so einen richtigen Großeinkauf gemacht habe, so dass wir für eine Woche versorgt sind, zahle ich so, ach, es ist auch schwierig zu sagen, weil manchmal habe ich Fleisch gekauft, manchmal nicht und so weiter. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt zahle ich auf jeden Fall locker 20 Euro mehr als vorher, definitiv. Also ich hatte immer einen schönen großen Einkauf gehabt für zwischen 70 und 80 Euro so ungefähr beim Aldi. Und mittlerweile,
Also zahle ich auf jeden Fall 100. Also ich habe ja letztens zum Beispiel so ein paar Sachen vom Aldi geholt, ein bisschen Fleisch. Dann hatte ich noch 2, 3 Kleinigkeiten vom Edeka geholt und ich hatte insgesamt 100 Euro gezahlt. Das weiß ich noch. Doch, da habe ich mir auch gedacht, so krass. Ja, so ist es halt gerade. Ja. So, ich tank mal schnell, dann melde ich mich gleich. So, ich hatte... Oder beziehungsweise ich bin hier bei einer Tankstelle, wo man sich selbst komplett bedient. Also man steckt hier vorher seine Karte rein und so weiter und so fort. Also und hier kann man nur 100 Euro tanken. Man hat hier gerade alle Leute drumherum gesehen, alle so okay, bei 100 Euro abgebrochen. Dann alles nochmal neu mit nochmal Karte einstecken und alles nochmal neu machen. Ich hatte noch ungefähr 55 Kilometer zu fahren. Genau, also da war ich war zwar auf Reserve, aber ich hatte noch ein bisschen. Moment, ich muss unbedingt zur Werkstatt, meine Seitenspiegel gehen nämlich nicht mehr automatisch auf und zu. Richtig ätzend, keine Ahnung, was da los ist. Ja, auf jeden Fall hatte ich jetzt 111 Euro gehabt. Bei einem Preis von 89, ja, das ist ja noch ein Megapreis. Also... Übel. Üble Geschichte hier. So, jetzt kann ich aber dann später in Ruhe nach Frankfurt fahren, denn ich fahre ja auch schon bald los. Ich fahre jetzt schnell nach Hause und frühstücke was und werde währenddessen mein heutiges Video anfangen zu schneiden. Genau, gestern habe ich ja eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich habe ja extra vorgestern schon für gestern vorgearbeitet, dass ich in Ruhe den Geburtstag mit meinem Mann verbringen kann. So war es auch gewesen. Ich habe zwischendurch, ich weiß nicht, wann war das denn? Ich glaube aber relativ abends, irgendwann so gegen 7 ungefähr, als die Jungs dann auch schon im Bett waren. Beziehungsweise mein Mann hat sie Bett ready gemacht und ich habe währenddessen meinen Vlog online gestellt. Genau, und dann sind wir alle zusammen hoch. So war es gewesen. Genau, aber für heute habe ich nichts, deswegen ich werde gleich anfangen, mein Video zu schneiden. Und dann fahre ich aber auch schon so um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr, muss mal gucken, weil es ja schon noch so ein bisschen dann mehr Verkehr ist um diese Uhrzeit. Weil ich muss in die Frankfurter Innenstadt, dort ist nämlich mein Zahnarzt. Also jetzt gerade habe ich keine Zahnschmerzen. Gestern hatte ich wieder so Zahnschmerzen, dass ich tatsächlich wieder eine Tablette nehmen musste. Und gestern bin ich auch komplett ausgerastet, was Allergie anging. Also gestern war es wirklich schlimm, dass ich das allererste Mal in diesem Jahr eine Tablette genommen habe gegen Allergie. Und die hat mich so fertig gemacht. Ich war so, so müde. Mein Mann und ich lagen noch auf der Couch und hatten uns irgendeinen Schwachsinn im Fernseher angeschaut. Und er war auch total müde, ist schon so halb beim Einschlafen gewesen. Das war kurz bevor wir Elias abholen sollten. Und ich bin wirklich kurz eingenickt. Also wirklich nur für, was weiß ich, eine Minute oder sowas. Aber das passiert mir normalerweise nie. Also ich bin niemand, der nachmittags schläft. Egal wie müde und kaputt ich bin. Ich kann das einfach nicht so leicht. Also ich bin echt so der Abendsschläfer dann. Und ich bin tatsächlich eingenickt. Ich war völlig fertig mit meiner Welt. Diese Tablette hat mich einfach mal ausgenockt. Deswegen in Zukunft werde ich mir sehr, sehr, sehr gut überlegen, wann ich die nehme und wann ich es einfach aushalte. Vor allen Dingen muss ich sagen, die hat zwar geholfen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, mir ging es danach die ganze Zeit gut. Ich habe trotzdem die ganze Zeit niesen müssen und... meine Nase ist trotzdem verstopft gewesen. Es war halt so eine leichte Erleichterung. Es hat nicht mehr so viel gejuckt in der Nase zum Beispiel. Ja? Aber ansonsten war es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die macht meine ganzen Symptome weg und es lohnt sich dann dafür total müde zu sein oder sowas. So war es halt überhaupt nicht, deswegen... Und ich habe schon die natürliche Variante genommen. Es gibt ja Taube, danke schön. Also manchmal, diese ganzen Tiere, die sind schon so abgehärtet von uns Menschen, von Autos und keine Ahnung was. Die springen echt so im letzten Moment weg. Das ist echt, wenn ich jetzt nicht langsam gefahren wäre, dann hätte ich die einfach mal umgefahren. Naja. Ich fahre jetzt gleich nach Frankfurt zum Zahnarzt und dann bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Ich habe jetzt heute zum Beispiel,
Eigentlich keine Schmerzen. Wenn ich dagegen drücke, gegen bestimmte Zähne, dann spüre ich so leicht, dass da irgendwas ist. Aber ich habe jetzt keinen richtigen Schmerz, so wie die, also die letzten zwei Tage hatte ich wieder gute Zahnschmerzen gehabt, muss ich echt sagen. Und es, also das ist ja keine Lösung, jeden Tag sich Schmerztabletten einzuwerfen. Deswegen, irgendwas muss gemacht werden. Genau. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht die Kronen betreffen wird oder dass man die kaputt machen muss oder keine Ahnung was. Aber ich gehe leider Gottes davon aus, weil es halt einfach genau diese Stelle ist, zumindest bei der einen Krone. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann habe ich was, was ich bei Primark zurückgeben bzw. umtauschen möchte. Und dann möchte ich nochmal zu Pieck & Cloppenburg, weil ich würde mir gerne eine Tasche kaufen, die ich so nicht Brauttasche, sondern einfach eine, ich hätte gerne so eine kleine helle Tasche, wo ich auch so ein bisschen Schnickschnack von mir drin habe, die ich sozusagen auf unserem Hochzeitstisch dann liegen habe. Dass, wenn ich irgendwie mal, ich will halt auch, ich weiß, ich werde wahrscheinlich kaum an meinem Handy sein, aber ich will es einfach mit dabei haben. Ich möchte einfach mir da ein paar Taschentücher reinmachen, dann meinen Liquid Lipstick, mehr brauche ich nicht. Und klar, das kann ich auch nach oben in unser Zimmer. Da haben wir, da werde ich sowieso mehrere Sachen mitnehmen, aber ich möchte nicht für jeden Schwachsinn immer diese ganzen Treppen hoch und runter laufen mit meinem Kleid. Deswegen, ich möchte einfach auch so eine Handtasche dabei haben, wo ich dann auch mal, weiß ich, unser Autoschlüssel reinmache oder den Schlüssel dann vom Zimmer oben und was weiß ich, einfach so ein bisschen mein Zeugs dabei haben. Und ich habe nach so Brauttaschen geschaut. Also da gibt es ja oft so eine Klatsch zum Beispiel oder so kleine Beutel, die man sich umhängt. Aber da passt dann so wirklich ein Taschentuch rein und mehr nicht. Und das möchte ich alles nicht. Das geht mir auch gar nicht so drum, dass ich die Tasche bei meinem Brautkleid habe, dass es da irgendwie matcht mit der Farbe und keine Ahnung was. Vor allem diese Klatsch in der Ivory-Farbe in verschiedenen Marken kosten alle so um die 100 Euro. Und ich denke mir so, okay, du wirst diese Tasche einfach nie wieder anziehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dafür, dass sie dann sowieso die ganze Zeit nur auf dem Tisch rumliegt, dann kannst du auch irgendeine andere nehmen, ja. Ich möchte aber dennoch, dass es eine weiße, wobei noch nicht mal weiß, weil weiß trage ich echt super selten. Ich bin eher so auf diesem Beige von Joop zum Beispiel. Die haben einen schönen Beige-Ton und dann weiß ich, die werde ich auch in Zukunft tragen, weil so eine helle Tasche, so eine kleine, wirklich so eine Abendtasche, das fehlt mir tatsächlich. Also deswegen, ich habe Taschen zu Hause theoretisch, die ich auch nehmen könnte. Aber ich habe zum Beispiel eine von Valentino, so eine Umhängetasche, die ist auch mit, also die ist silber und die Tasche an sich ist weiß. Genau, die würde theoretisch auch gehen, aber die ist tatsächlich so klein, dass mein Handy eigentlich so gut wie gar nicht reinpasst. Oder ich glaube sogar, dass es nicht reinpasst, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, ich glaube, ich gucke noch mal kurz durch meinen Kleiderschrank, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da nichts habe. Und ich habe so eine bestimmte Tasche im Kopf, die mir sowieso die ganze Zeit gefallen hat, wo ich mir gedacht habe, so, du brauchst aber einen Anlass dafür und wer weiß und nein, und keine Ahnung was. Ich zeige es euch später und ich werde die mir sehr wahrscheinlich dann heute holen. Genau, das habe ich vorzumachen. Und dann geht es eigentlich auch wieder ab nach Hause. Und wenn ich noch das eine oder andere machen möchte, muss, wie auch immer, dann verschiebe ich das auf morgen, denn morgen bin ich schon wieder in der Frankfurter Innenstadt. Endlich! Meine Wimpern werden aufgefüllt. Die sehen aus wie, also richtig wie, also ich meine, zerrupftes Huhn hoch 100. Leute, ich wollte euch das mal kurz oder beziehungsweise berichten. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen hier diese ganzen Nüsse gezeigt, die esse ich ja sehr, sehr gerne momentan. So alle zwei Tage mache ich mir so ein kleines Schälchen hier. Ich mache da jetzt auch noch die Pistazien rein und hier habe ich eben Walnuss. Und ich hatte ja eben diesen Mix noch gehabt. Und den habe ich mir einfach im Lidl angeschaut gehabt und habe hier nur gelesen, was da alles drin ist und hier das. Und dachte mir so, oh ja, eine coole Mischung nimmst du mit. Das hier an der Ecke, pikant, habe ich total überlesen. Ich habe da fröhlich reingebissen und habe gedacht so, okay, jetzt ist mir alles weggebrannt, was ich besitze. Ernsthaft, Leute, das ist so brutal scharf, das kann ich nicht essen. Das ist wirklich, wie wenn man eine Chilischote reinbeißen würde. Also, und ich bin ja wirklich scharfes Essen gewöhnt. Ich liebe ja scharfes Essen und so weiter. Aber das hier, das ist wirklich ungenießbar. Das ist so krass. Also, ich werde es meiner Mutter mal mitbringen. Die mag ja auch Nüsse und mag auch scharf. Ob sie das irgendwie feiert, ansonsten achtet drauf.
drauf, was auf Verpackung steht. Und zwar komplett. Ich habe da echt nicht drauf geachtet, dass da an der Ecke noch pikant steht. Selbst wenn ich das gesehen hätte, glaube ich, hätte ich es trotzdem gekauft, weil ich das ja mag. Ich hätte dann gedacht, ach, das ist bestimmt ein bisschen so mit so Paprikapulver und vielleicht leicht scharf oder irgendwie sowas. Aber das ist echt krass. Das kann man nicht runterschlucken. Das ist so, so, so scharf. Brutal. So, jetzt habe ich mein Frühstück vorbereitet. Jetzt werde ich frühstücken und dann mein Video schneiden.